Hallo ihr Lieben, ich habe wieder einen San Sebastian Cheesecake gebacken. Der ist so unfassbar lecker und cremig, den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Man sieht, dass der Cheesecake oben verbrannt ist, das soll so sein. Jetzt hier bei mir in dem Fall sieht das sehr verbrannt aus, ist aber leider nur vom Licht so. Der wird mit einer höheren Temperatur gebacken, sodass der innen schön cremig wird. Der ist wirklich super lecker, probiert den unbedingt aus. Ich benutze jetzt in diesem Video richtige Vanilleschote, nicht wie beim letzten Video Vanilleextrakt. Hier könnt ihr einfach eine frische Vanilleschote nehmen, in der Mitte einmal durchschneiden, nicht ganz durchschneiden, so dass ihr das quasi aufklappen könnt und dann das Mark mit dem Messerrücken einmal rauskratzen. Ich finde, durch das Mark einer Vanilleschote wird der Cheesecake noch intensiver, also noch vanilliger als mit Vanilleextrakt. Das kommt jetzt zum Frischkäse hinzu. Ich habe jetzt hier Doppelrahmen Frischkäse genommen. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht diesen salzigen Frischkäse nehmt. Das Ganze mache ich jetzt in meiner Küchenmaschine auf niedrigster Stufe, nicht auf hoher Stufe. Ihr könnt das Ganze aber auch gerne mit einem normalen Schneebesen machen. Den Frischkäse rühre ich einmal kurz auf und erst dann füge ich langsam nach und nach die Sahne hinzu. Fügt am besten erstmal nur eine Sahne hinzu, also erstmal nur 200 ml Sahne und dann gibt die restlichen Zutaten dazu, so dass sich die Sahne besser mit der Frischkäsemasse verbindet. Sonst fliegt euch das alles dann hinterher um die Ohren, wenn ihr alles auf einmal reinkippt. Wenn ihr die Küchenmaschine benutzt, bitte nur auf niedrigster Stufe einrühren, denn wir wollen ja keine Luft einarbeiten, damit der Cheesecake später schön cremig wird. Nun fügt ihr die restlichen Zutaten hinzu, wie Zitronensaft, Zucker, Eier und Vanillepudding. Aber die ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Erst jetzt füge ich nach und nach die restliche Sahne hinzu. Jetzt hat sich das alles schön verbunden und ist schön cremig geworden. Hättet ihr von Anfang an die Sahne zugegeben, wo der Frischkäse noch fest ist, dann spritzt das alles aus der Schüssel raus und das wollen wir ja nicht. Wenn das Ganze dann klümpchenfrei verrührt worden ist, nehme ich nochmal zu Hilfe einen Teigschaber, gehe nochmal am Rand entlang, da klebt manchmal ein bisschen Frischkäse noch dran, rühre das Ganze nochmal klümpchenfrei, falls dann nur noch so ein oder andere Klümpchen da ist, drücke ich das am Rand etwas fest und dann ist das auch schon fast fertig. Hier sieht man, dass ich nochmal so die Frischkäseklümpchen mit einem Teigschaber am Schüsselrand festdrücke. Und dann können wir das Ganze auch schon in eine Springform füllen. Meine Springform hat jetzt einen Durchmesser von 28 cm. Die habe ich mit doppelt Backpapier ausgekleidet, auch den Rand. Ich habe zwar eine angeblich auslaufsichere Backform, aber sicher ist sicher. So, da fülle ich jetzt, wie gesagt, den Teig hinein. Und das Ganze wird jetzt im vorgeheizten Backofen gebacken. Bevor der aber in den Backofen wandert, müssen wir nochmal mit der Springform aber auf die Arbeitsfläche ein paar Mal draufklopfen, ganz vorsichtig, so dass die letzten Luftbläschen aus dem Cheesecake entweichen. Denn wir wollen ja am Ende einen cremigen Frischkäse haben und keinen luftigen. Das Ganze wandert jetzt im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Umluft für ca. 20 bis 25 Minuten. Nach circa 20 Minuten ist bei mir schon der Cheesecake fertig. Wenn ihr den aus dem Backofen nimmt, dann ist er noch sehr wabbelig und es sieht flüssig aus, aber genauso sollte er sein. Aber jetzt müsst ihr wirklich sehr, 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 sehr stark sein. Der muss wirklich über Nacht komplett auskühlen bei Zimmertemperatur. Erst dann dürft ihr ihn anschneiden und erst dann könnt ihr die cremige Konsistenz genießen. Mit nur wenig Zutaten diesen leckeren Käsekuchen
Und wirklich mit ein bisschen Geduld kriegt ihr das auch hin. Ich esse ihn am liebsten pur. Wer mag, kann natürlich noch eine Schokoladensoße drüber gießen. Aber glaubt mir, pur ist immer am besten. Ich hoffe, ihr werdet diesen Cheesecake nachbacken. Wünsche euch jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.